Nicht ganz Copacabana, aber immerhin Berlin. Nicht ganz Weltmeisterschaft, aber immerhin Bundesliga. Nicht ganz Fußball, sondern Beachsoccer. Eine Spielvariante, die meist im Freien und auf Sand ausgetragen wird. Ja, es ist einfach eine richtig geile Sportart. Also gerade jetzt auch nochmal im Vergleich zum Rasenfußball hat man einfach mega viel Athletik mit drin. Geile, spektakuläre Szenen, viel Fallrückzieher. Also man kann 36 Minuten richtig Gas geben, macht einfach voll Spaß. Die Sportart kommt ursprünglich, na klar, aus Brasilien. 5 Spieler pro Mannschaft stehen auf dem Platz, gespielt werden 3x12 Minuten. Schuhwerk ist natürlich nicht erlaubt und das Schöne, es geht schnell und direkt zur Sache. Ist kleines Feld, man muss halt schnell zum Abschlüssen kommen. Man trägt den Ball nicht ins Tor, man spielt nicht hinten rum, sondern halt direkter Weg zum Tor, Abwurf, Keeper, Brustablage und dann Fallrückzieher. Also man versucht den Ball halt sofort innerhalb von 3-4 Sekunden ins gegnerische Tor zu versenken. Beachsoccer steht für Akrobatik und Spektakel, für viele eine der schönsten Formen des Fußballs. Spieler, die einen Fallrückzieher durchführen, werden von den Schiedsrichtern geschützt. Dementsprechend sind auch die Anforderungen an die Sportler anders als auf dem Großfeld. Also man muss gut einfach am Ball sein, also das heißt viel Jonglieren üben, Passgenauigkeit ist sehr wichtig und ja, dann ist es einfach im Sand schon nochmal eine ganz andere Nummer. Da pumpst du schon nach 3x12 Minuten wie sonst was, als wenn 90 Minuten auf dem Großfeld spielst, also das ist auch schon sehr entscheidend. Technik, Physis und Antizipation, ganz, ganz wichtig. Vieles muss man beherrschen, da kann es ja eigentlich nur einen geben. Ja. Ich glaube auch Messi hätte seine Schwierigkeiten auf dem Sand, also so ist es nicht. Eine weitere Besonderheit beim Beachsoccer, alle Standardsituationen müssen innerhalb von 5 Sekunden ausgeführt werden. Das macht das Spiel noch schneller und noch torreicher. Man sagt, ein guter Beachsoccer-Spieler kann natürlich sehr gut auch Fußball spielen auf dem Rasen, aber ein guter Rasenfußballer kann wiederum nicht unbedingt gut im Sand spielen. Der Boden bringt es mit sich, gern verspringt der Ball auch einmal in letzter Sekunde. Geduld und starke Nerven sind gefragt. Wenn der Ball schön auf dem Hügel gefreit vom Torwart, dann glaube jeder lügt, der sagt, es war gewollt oder gekonnt oder so. Also es ist schon, man hat schon, braucht schon ein gewisses Glück manchmal. Ich sag mal so, im letzten Drittel, im dritten Drittel nach gespielten 34 Minuten, wenn du im Endspurt bist, völlig fertig, die Sonne brennt bei 30 Grad, bist du schon ein bisschen angepisst. 12 Teams gibt es insgesamt in der Bundesliga. Diese wird an 5 Spieltagen in Turnierform ausgetragen. Immer mehr machen mit, es geht voran mit Beachsoccer in Deutschland. Ja, also ich denke, der hat eine unheimlich schnelle Entwicklung genommen. Ich komme ja auch aus dem Futsal, wo alles viel länger dauert. Wir haben noch kein Nationalteam im Futsal, im Beachsoccer haben wir das schon. Und ich glaube international, die Deutschen stehen jetzt unter den Top 10 in Europa und das ist schon eine tolle Entwicklung. Also ich denke, da können wir sehr zufrieden sein. Die WM ist zwar vorbei, aber ein Stück Copacabana gibt es eben auch in Deutschland.